Bitte, bitte, ich schwöre bei Gott, ich fange an zu weinen. Ich fange einfach an zu weinen. Bitte. Nein! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys. Wir sind als Pinguin unterwegs. Beziehungsweise als Clusterfuck-Pinguin. Ja. Auf geht's. Wir fangen einfach mal mit einem ganz normalen Klassiker an. Das gute alte Hindernisrennen. Es wird so genannt, weil man gegen Hindernisse rennen muss. Nein, habe ich falsch verstanden? Das ist nicht das Spiel des Ziels? Okay, dann fick dich doch selbst. Entschuldigung. ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht für uns, dass wir da oben weiter langlaufen können, aber es ist absolut kein Beinbruch. Man könnte sogar sagen, in der ersten Runde, wo 41 Leute qualifiziert werden, ist der Leistungsdruck nicht allzu hoch. Aber das sage ich jetzt auch, wo ich noch nicht rausgeflogen bin, weil das könnte immer noch passieren. Ich habe mich schon so lange gefragt, ist man eigentlich safe, wenn man ein Haufen Scheiße ist, der einen runterschmeißt? Nein, ist man eigentlich safe, wenn man einfach am Rand langläuft? Ist das in Ordnung? Wir schaffen es nicht, ne? Wir schaffen es, glaube ich, wirklich nicht. Ist irgendwer... Aua. Ist irgendwer hinter uns überhaupt? Warte mal. Gott, lass mich doch in Ruhe. So. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es halt einfach nicht geschafft. Von 41 Leuten, wir waren... Ich bin sprachlos. Ich bin so sprachlos. Egal, die erste Runde muss immer verkackt werden. Das wird schon mittlerweile so zu so einem Trend oder sowas. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Ich gehe raus. Das war offensichtlich ja nur ein Spaß. Ich bin vorhin extra rausgeflogen, weil ich dachte, es wäre lustig. So, jetzt spielen wir aber richtig. Jetzt sind wir richtig dabei. Habt ihr gesehen, wie die Axt mir den Kopf eigentlich gespalten hätte tun? Ja, war ein großer Spaß. Gott, die Stelle, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich hier so ein Riesenproblem habe. Ich habe mich gerade auf die Leute draufgeglitscht, ne? Aber das hier irgendwie, die Passage kann ich so ganz schlecht nur. Wobei man eigentlich ja nur an denen vorbeilaufen muss. Die fahren aber auch, die sind manchmal ein bisschen schneller, ne? Auch die Äxte hier kommen mir gerade ein bisschen schnell vor. Das ist quasi die Hardcore-Version für Pro-Gamer wie wir. Damit man sich nicht so langweilt wie, weiß nicht, beim Hindernisrennen und dann einfach mal aus Spaß sich selbst ausscheiden lässt. Ja, ja, ja. Selbst ausscheiden ist sowieso ein guter Begriff dafür, weil wir gerade einfach wirklich scheiße waren. Da haben wir uns ein bisschen selbst ausgeschieden. Können wir eigentlich... Ja, so kommen wir auch rüber. Super. Guck mal, und jetzt sind wir sogar unter den Besten. Sind es die Besten? 20%? Was sind 20% von 40? Kann mir das mal jemand kurz ausrechnen? Ich werde es nicht machen. Aber auf jeden Fall 50%. Guckt ihn euch an. Er hat noch nicht verstanden, dass er losrennen muss. Naja, alles klar. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis gleich. Spannend, spannend. Also entweder kriegen wir vom Universum gerade eine zweite Chance oder wir sollen halt einfach hart gedemütigt werden. Wir sind wieder beim Hindernisrennen. Yay, das wird gut klappen. Warum springen wir einfach direkt runter? Ist das vielleicht ein schnellerer Weg, den ich mir nicht bewusst bin? Die schienen gerade alle sehr schnell durchzukommen tatsächlich. Okay, laufen wir mal einfach hier längs. Das scheint der beste Weg zu sein. Irgendwie hat man sich immer geeinigt, denselben Weg hier zu laufen. Finde ich sehr schön. Das vereinfacht einiges sehr. Es ist sogar einer durchgekommen. Ich meine, gut, er hat sogar diesen Godzilla-Skin. Ich glaube, den kriegt man wirklich relativ am Ende, wenn man sehr viel... Das ist so einer der letzten Sachen, die man gerade freischalten kann, glaube ich. Aua, das tut weh. Ich hoffe, wir verkacken hier jetzt nicht allzu sehr. Aber das sieht gut aus. Ich glaube, in der Mitte zu laufen ist tatsächlich die bessere Option. Und wir kommen ja... Oh Gott, bitte tu mir das jetzt nicht an. Bitte, bitte. Ich schwöre bei Gott, ich fange an zu weinen. Ich fange einfach an zu weinen. Bitte. Nein! Ich weiß es nicht. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Lass mich hier raus. Neue Runde. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig mit den Nerven. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass wir als Pinguin-Skin-Mann im Tundra-Lauf natürlich ganz gut abschneiden werden. Aber ist natürlich super superstitious. Ah, oh Gott, 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 Gott. Es tut mir so leid, weil das jetzt der ultra lange Part aller Zeiten wird. Wobei ich, mittlerweile sind die Videos ja sowieso ein bisschen kürzer, also von daher, bleibt einfach dran. Ich mach's doch einfach nur spannend, Leute. Müsst auf jeden Fall, ich keine Sorgen machen, dass wir jetzt hier verkacken. Ich meine, guckt euch das an. Wir sind halt ungeschlagener erster Platz. Sowas vor. Was zur Hölle war das denn? Was zur Hölle war das denn? Er hat sich einfach unter mich drunter geschossen. Oh mein Gott. Das hätte so einen Ego-Boost gegeben, wenn wir da jetzt einfach Erster geworden wären. Wonach es aussah für die längste Zeit. So, jetzt box mich mal bitte hoch. Nee, okay, macht's nicht. Alles klar, bin ich trotzdem fein mit. Hauptsache, wir kommen durch. Ich sage, wenn wir jetzt nicht durchkommen... noch eine Runde fange ich nicht an. Das hält mein Herz nicht aus. Dann haben wir es einfach... Dann spiele ich nie wieder Fall Guys. Ist vorbei. Dann habe ich es einfach nicht verdient. Dann gebe ich meinen... Verkaufe ich meinen Battle Pass wieder und dann
ist das gelaufen. Wonach es gerade auch echt aussieht. Hallo, ich würde gerne hier ins Ziel. Ich komme nicht ins Ziel. Zählt das als Ziel? Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Leute. Leute, ich hab's nicht. Ich fass es 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 nicht. What the fuck? What the fuck? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich sag's euch, der Skin gibt mir. Der Skin. Es liegt an dem Skin. Es liegt sowas von am Skin. Ich wechsle jetzt den Skin und dann gewinnen wir mal eine Runde. What the fuck? Ich fass es nicht. Hallo, wir spielen den Ritterparcours. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Es tut wirklich weh, mein Herz brennt einfach. Wie in dem Rammstein-Lied. Kennt ihr das? Schlagt's mal nach. Mein Herz brennt. Ja, oder vielleicht auch nicht, wenn ihr Angst vor sowas habt. Ich meine, ja. Gott, es wäre echt jetzt ein bisschen geil, wenn mich das Ding hier nicht so fertig machen würde. Tatsächlich. Damit ich mich nicht mehr ganz an mir zweifle. Das wäre ganz schön, wenn ich heute Nacht ins Bett gehen kann und nicht anfangen muss zu heulen, bevor ich einschlafe oder sowas. Also deswegen bitte, bitte gönn mir doch einmal mal den Sieg. So, zumindest, dass ich eine Runde weiterkomme. Das wäre fantastisch, wirklich. Unglaublich schön. So, wir wuseln uns hier an den Fans vorbei, weil wir Prominenz, wir haben Fans, versteht ihr? Aua. Hey, wie wär's, wenn ich darüber darf? Ich glaube, drumrum gehen ist wahrscheinlich die schlauste Option. Nein, komm, wir nehmen den hier. Der geht gerade runter. Ananaskopf weiß Bescheid. Und es ist tatsächlich so, ich fass es nicht. Wir sind eine Runde weitergekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, der Ananasmann tanzt zurecht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir spielen totale Schieflage. Ich dachte gerade, es wären sehr wenig Leute nur noch da, aber tatsächlich sind da hinten noch ein paar. Oh, das hat sich gereimt. Ich werde Ripper. Leute, vergesst das mit dem YouTube-Gaming-Kanal. So einfach... Ja, was Rap ist... Okay, genug davon. Ich denke, ich habe mich wieder ein bisschen gefasst. Ich bin nicht mehr... Ich denke nicht mehr, dass ich gleich anfangen muss zu weinen. Von daher, sehr schön. Jetzt kann es weitergehen. Hat den Typ gerade gesehen, der einfach runtergeflutscht ist? Das sind wir nicht. Wir sind besser als das. Wir sind einfach besser als das. Schaut's euch an. Habt ihr schon mal so ein smoothes Gameplay gesehen? Ist doch fantastisch, oder? Ist einfach fantastisch. So ist die Frage. Wo muss ich denn überhaupt gleich lang? Komm ich hier noch? Ich bin nicht... Ich habe quasi vergessen zu springen, könnte man sagen. Könnte man jetzt behaupten. Okay, da einmal mal durch. Dann gehen wir hier die Route lang. Und wenn es jetzt nicht so kritisch wäre, hochzukommen, würde ich da auch lang gehen. Aber wir suchen uns den besseren Weg, nämlich diesen hier. Über den... Da hat mich einer in der Luft geschubst. In der Luft hat er mich eigentlich... Oh, ihr habt es gesehen. Ihr habt es einfach gesehen. Gerade sind auch alle so ein bisschen... sie haben sich so ein bisschen gegen mich verschworen, habe ich das Gefühl. Irgendwie läuft gerade irgendwas, irgendeine Verschwörung gerade ist im Gange. So, da kommen wir so nicht hoch. Aber so vielleicht. Das war schon sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Nächster Checkpoint ist uns nicht vergönnt. Ist uns einfach nicht vergönnt. Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, das wird der schlechteste Part aller Zeiten. Es tut mir so leid. Vielleicht ist es auch unterhaltsam. Vielleicht ist es auch sehr lustig. Ergötzt ihr euch an meinem Leid? Ist das? Leute, bitte. Bitte. Ich will doch einfach nur... Wir sind solchen... Was sind wir denn für Idioten, Alter? Komm, Alter, das hat doch gar keinen Wert. Das hat doch gar keinen Wert. Da kommen wir nicht weiter, ey. Okay, dann gehe ich halt hier lang, aber das können wir vergessen. Wir sind halt literally der allerletzte, ne? 7 Leute kommen noch durch. Können wir einfach vergessen? Es ist kompletter Schwachsinn. Warum mache ich mir überhaupt noch die Mühe? Es ist Schwachsinn. So, wow, wir haben einen Checkpoint erreicht. Sehr schön. Da vorne sehe ich doch schon mehr als 5 Leute. Aber, ja, kann ich das überhaupt hochladen? Ist das überhaupt... Es tut mir so leid. Ich weiß, ich bin... Ich weine. Ich bin sprachlos. Es ist total ätzend. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, dass ich sehr mutig unterwegs war. Vielleicht könnt ihr das appreciaten. Ich denke, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann guckt euch andere an. Abonniert, liked und kommentiert. Es ist nicht immer so. Guckt euch bitte andere Videos an. Es läuft nicht immer so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao.